Bücherregale gibt es auch in allen möglichen Formen und Farben, auch mit Papierstapel, mit Spinnweben drin und hast du nicht gesehen, und was weiß ich. Ziegel hier auch, ziemlich nice. Also alles brutal. Ich will jetzt hier aber nicht stundenlang rumklicken und euch dabei langweilen. Aber es ist halt einfach. Ich finde es absolut krank. Guck mal, hier hast du sogar. Ach, ich dachte, das wäre ein Schachbrett. Ja. Das kenne ich alles, wie gesagt, gar nicht. Sogar aus Pflasterstein kann man glatten Stein machen und was weiß ich. Also brutal. Ganze hier Beton, den man eigentlich macht aus. Was mache ich denn damit eigentlich? Härtet sich der dann aus von alleine oder was? Ich kenne mich mit Beton gar nicht aus. Das ist so eine Sache, die ich noch nie benutzt habe. Und ich werde jetzt aber mal erstmal das Zeug hier weglegen. Und dann hier wieder was rein. Und dann haben wir noch mehr Holz. Und ich weiß gar nicht, ob man aus dem Holz auch irgendwas chiseln kann. Aber ich glaube es nicht, weil das wäre ja dann schon ein bisschen krank. Auf jeden Fall die Blätter, die brauche ich jetzt gerade nicht. Und die Setzlinge auch nicht. Und deshalb könnt ihr da mal alle da rein. Ich würde sagen, ich mache es einfach so. Ich fange einfach mal wild drauf loszubauen an. Alter. Ich fange einfach mal an, wild drauf loszubauen. So rum. Und dann kann man das ja immer erweitern. Oder wenn ihr Vorschläge und Ideen habt und dann auch demnächst vielleicht mal ein Texturenpaket reinhauen, dass das Holz auch alles ziemlich nice aussieht. Und die ganzen anderen Blöcke, es geht ja jetzt nicht nur ums Holz. Geht ja auch um. Was weiß ich, um Ziegel oder Stein oder Steinziegel oder Ziegelstein. Und ja, ist alles noch offen. Die ganzen Maschinen, mir geht es jetzt hauptsächlich nur darum, dass ich hier wegkomme aus diesem Teil hier. Das stopfe ich dann auch einfach alles wieder mit Stein, dass es natürlich aussieht. Und dass ich dann endlich mal in das Haus reinziehen kann. So. Das ganze Eichenholz ist alles draußen jetzt, so wie es aussieht. Habe ich hier noch was an Holz? Ne, aber ich kann hier noch dem Kollegen hier was geben. Dann hat der wieder was zu tun. Einen Hund könnte ich mitnehmen, dass der mich beschützt, weil ich kann mich ja nicht selber wehren. Du bist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, aber das ist ja egal jetzt hier. Ach, jetzt leck mich. So, den mache ich einfach so weg und dann habe ich den im Inventar. Und jetzt gehe ich mal da runter und fange einfach mal an. Warum wächst denn diese Birne nicht? Ist die einzige, die nicht wachsen will. Ist hier irgendwo ein Skelett oder was? Da ist doch bestimmt eins da drin. Hund? Was mit dir? Ah, guck mal, er hat's schon gefunden, aber ich glaube, der braucht auch jetzt langsam mal was zu essen. Ja, das machst du schon. Ich habe da schon dementsprechend Vertrauen in meinen Hunden. Auch wenn der vielleicht ganz nicht mehr ganz so fit ist, der Hund. Aber der macht das schon. Komm, noch ein Biss, dann hast du den Geschossen an den Eiern. Jawohl. So, ich gebe dir jetzt mal was zu fressen, dass du nicht verreckst. Hier ist das Dank 0 für Fackeln, die gesetzt werden. Das Leck FPS.
Das Lag FPS, das Lag dank 0. So. 12, 16 und 20. Jetzt bist du wieder fit und glücklich und ich bin auch glücklich, wenn du wieder fit bist. Und sollen wir den hier auch wegmachen? Nehmen wir mal auch weg hier. Fackeln aus der Hand. Die hier pflücken. Ich kann die zwar essen, aber die machen mir keine Hungerspunkte. Das ist sehr sinnvoll, dann die zu essen. Deshalb lasse ich die mal einfach so. Jetzt Axt her und dann zack. Und die kann man auch damit abbauen, aber ich wüsste nicht, was die mehr bringen. Außer EMC natürlich wieder. So. Juniper, die kommen mal alle hier rein, dass ich mal jetzt ein bisschen Platz habe. Und die droppe ich raus und das droppe ich raus. Die kommen da oben rein. Und die kommen oben rein. Das Ding hier auch. Und jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das Haus hinbaue. Das versuche ich schon seit 2 Stunden rauszufinden. Gefühlt. Vielleicht ist es ja auch schon länger. Ich meine, ich will ja nicht erst seit 10 Minuten ein Haus bauen. Ich will das ja eigentlich schon seit Tag 1, aber meine Priorität lag jetzt eben erst auf den Maschinchen, dass ich besser an Zeug komme, wie zum Beispiel Holz. Hat sich jetzt ja auch ausgezahlt, wie man gesehen hat. Und jetzt würde ich sagen, ich mache einfach mal. Soll ich das Haus auf einem Fundament bauen? Und dieses Fundament dann einfach hier drauf? Ich überlege gerade. Eigentlich, hier ist Osten da drüben. Da ist der Fels. Das heißt, da sehe ich nicht so viel. Ja, braver Hund. So. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Alter. Jetzt habe ich komplett die Arschkarte gezogen. Ich würde sagen, ich mache das Haus auf einem Fundament und dafür mache ich mir Fundamentblöcke. Also zumindest Blöcke, wo ich denke, die sehen aus wie so Fundamentblöcke. Dazu mache ich mir eine Chisel und diese Chisel, die nennt sich Eichisel. Das ist zumindest das Sinnvollste, finde ich. Dann mache ich mir die mal. Und dann natürlich noch verzaubern. Vielleicht auch noch mit. Ach, Mending kann ich ja gar nicht machen. Wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Haltbarkeit. Und seelengebunden. Weil die hat auch ein EMC. Aber ich habe ja nicht vor, die so zu verzaubern, dass sie kaputt geht. Aber das. Ich lasse das einfach mal so. Auf jeden Fall kann dieses Ding. Also, wenn ich jetzt hier mal einen Rechtsklick mache, dann sehe ich hier sowas. Und dann kann ich eben einen Block auswählen, den man chiseln kann. Habe ich jetzt natürlich hier nicht drin. Aber ich kann jetzt zum Beispiel einfach hier mir ein bisschen Pflasterstein rausholen. Und dann die Chisel nehmen und den dann auswählen. Beziehungsweise macht er schon von alleine, weil er gemerkt hat, ah, hier ist ein Pflasterstein drin. Du willst ja bestimmt Pflasterstein chiseln, hat er sich jetzt gedacht. Und da hat er völlig richtig gedacht. Und diese Blöcke habe ich euch gerade eben gezeigt. Die waren nämlich hier. Das sind die allerselben. Und ich suche mir das einfach einen Block raus, wo ich denke, dass er aussieht wie Zement. Ich kann das aber auch jederzeit ändern, wenn ich möchte. Das heißt, ich gehe einfach mal den hier. Und dann sehe ich den hier und ich kann die Rotation auch ausschalten und das Ding selbst rotieren. Jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's wieder.
Das hier sieht zum Beispiel so zementartig aus, finde ich. Das hier auch, aber das hat diese komischen Zickzacklinien drin. Das ist vielleicht nicht so cool. Da habe ich noch was. Also, oder sowas. Also hier gibt's also brutal, wie viele Blöcke es hier gibt. Die hier sehen natürlich auch nicht schlecht aus. Oder die hier. Oder die hier. Das hier vielleicht jetzt nicht so wirklich. Das sieht aus wie ein Marker. Ja, das sagt der Name auch schon. Also ich würde dann tatsächlich auf das hier. Oder das hier vielleicht. Ich nehme mal das hier einfach. Und wenn ich das dann angeklickt habe, gehe ich hier auf Chisel. Und dann hat er hier so ein Stack gechiselt. Dann habe ich den hier. Und das Ding hat sich abgenutzt. Und ich kann jetzt, fliege jetzt mal wieder zurück. Und dann würde ich mal sagen, ich mache dieses Ding. Ich will es nicht zu hoch bauen, dieses Fundament. Aber ich will es aber auch nicht zu niedrig bauen. Ich weiß gar nicht, welche Form ich überhaupt bei meinem Haus haben möchte. Aber vielleicht wäre ein normales Rechteck vielleicht das Beste. Deshalb mache ich mal den Baum weg, um das noch weiter herauszuzögern. Einfach nur, weil ich so drauf bin. So, komm, jetzt machst du den mal hier jetzt weg und das hier weg. So. Da ist schon der nächste Baum. Also, ich ziehe jetzt einfach mal eine Grundlinie. So ein bisschen mäßig. Ich würde sagen, so, ich fange mal da hinten an. Weil da habe ich ja ein bisschen weniger Platz. Ich mache mal die Karte kleiner, dass ich das sehe, wie das aussieht. Ich kann jetzt natürlich auch F9 drücken und dann sehe ich solche Linien. Und zwar baue ich dann einfach mal bei dieser Linie einen hin. Und dann gehe ich mal darüber. Mein Hund denkt jetzt bestimmt, ich möchte ihn einbauen. Aber das möchte ich natürlich nicht. Ich gehe jetzt einfach mal 32 Blöcke in die Richtung und dann nochmal 16 in die. Das war zu weit. So, und jetzt sind die Blöcke leer. Und was ich jetzt aber auch machen kann, ist, ich platziere einfach Pflasterstein. Kann ich ja dann auch eigentlich direkt aus dem Dank 0 machen und so nicht. Aber so. Und dann gehe ich mit der Chisel in das Inventar und gehe dann auf sowas hier. Und dann wähle ich diesen Block eben hier aus, den ich haben will. Genau. Und dann kann ich jetzt hier einfach draufhauen. Und dann macht er diese Blöcke genau in dem Design. Also es ist egal, ob ich den zuerst chisel und dann platziere oder zuerst platziere und dann chisel. Das ist absolut Wurst. Und jetzt könnte man eigentlich. Ich will auf jeden Fall, dass das Haus geil aussieht. Das ist mal hier Nummer 1 in der ganzen Sache. Den mache ich aber mal weg. Den mache ich auch weg. Dann mache ich die da hinten auch mal weg. Und ich glaube, ich habe gar keine. Ja, das sollte natürlich nicht so sein. Dann mache ich den einfach mal dahin wieder. Jetzt haben wir ja 4 Blöcke übrig. Warum geht denn die Sonne im Westen auf? Ist das irgendwie komisch hier?
Ach, die geht unter, sehe ich gerade.